Ende letzten Jahres dachte ich, könnte ganz, ganz spannend werden. Ich finde die Jacke mega cool. Sag noch kurz was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Road to Paris. Heute war dann jetzt der letzte große Wettkampf vor den Olympischen Spielen, und zwar die zweite Olympia-Quali. Und es war wirklich toll, wieder zu Hause einen Wettkampf zu haben mit den Zuschauern. Meine Freunde waren da, haben mich sehr gut unterstützt. Also es war wirklich sehr schön, hier wieder starten zu können. Vor der EM hatte ich die Möglichkeit, bei 3 World Cups teilzunehmen. Einmal in Athen. Der war sehr kurz nach meiner Verletzung, deswegen war ich da noch nicht ganz so in Form. Aber ich finde, er lief dafür trotzdem sehr gut. Und ich hatte sogar ein Finale und habe meine neue Bandübung präsentiert und leider in der letzten Sekunde einen Fehler gemacht. Das war sehr schade, aber bis auf das war die Übung sehr gut und war auf jeden Fall ein guter Anfang in der neuen Wettkampfsaison. Dann kam der World Cup in Baku. Das war halt mein erster World Cup. Ich bin ziemlich spät in der Saison reingekommen. Aber das finde ich auch gut, weil die Übungen waren nicht bereit. Und wir wollten nicht das Schlechteste von den Übungen zeigen, sondern wir wollen die schon so ziemlich gut machen, dass die auch gleich gut ankommen. Und in Baku habe ich dann sozusagen meine Keule und Ball das erste Mal bei World Cup gemacht. Und ist eigentlich auch ganz gut gelaufen. Ich habe im Mehrkampf den Gold geholt. Ich habe mich für alle 4 Geräte dann im Finale qualifiziert und im Finale in alle Geräte außer Keule Gold geholt und in Keule dann Bronze, weil ich leider einen Verlust hatte. Und dann kam noch der World Cup in Taschkent. Der lief dann noch besser. Da hatte ich wieder 2 Finals und habe dann eine Bronzemedaille mit dem Ball gewonnen. Es war auch ganz gute Atmosphäre und wir waren auch ziemlich stolz auf den Wettkampf. Von World Cup zu World Cup gab es eine Steigerung. Also die EM lief für mich sehr gut, vor allem dafür, dass ich nicht wusste, ob ich mich wirklich so gut qualifiziere oder als welche ich mich für die EM qualifiziere, weil ich vor der EM-Quali sehr stark erkältet war und so 2-3 Tage vorher es wieder anfangen konnte. Ich habe mich in ein Finale qualifiziert, dann war ich einmal 9. und 10., heißt sehr knapp an 2 Finals vorbei. Im Mehrkampffinale lief es auch sehr gut für mich, ich wurde 7. Leider habe ich im letzten Gerät einen kleinen Fehler zugelassen, aber bis auf das war das Mehrkampffinale sehr, sehr stark und es war auch meine bis jetzt beste Platzierung. Ja, mit Ausblick auf Olympia, finde ich, war das trotzdem einfach eine normale EM wie immer. Also es sind zwar alles so Etappen vor Olympia, aber nicht, dass man dadurch irgendwie mehr Druck hat. Wir haben auch EM jetzt nicht so in den Fokus genommen, weil vor uns sind ja noch Olympische Spiele und da müssen wir topfit sein und nicht bei Europameisterschaft. Es war auf jeden Fall ganz anstrengend dort und ganz zitterlich, kann ich ja auch sagen. Und ich bin jetzt einfach froh, dass wir das schon vorbei haben.
wir haben auf jeden Fall viele Fehler gemacht bei EM jetzt und die haben wir dann auch verbessert. Und das finde ich jetzt gut, dass es bei EM die Fehler passiert haben, weil man kann sich darauf dann konzentrieren und man kann sie auch verbessern, dass bis Olympia dann alles top seit ist. Nach der EM haben wir 3 Tage frei bekommen und dann schon in einer Woche waren die Finals. Also war das auf jeden Fall auch ein bisschen aufregend, nachdem man frei hatte, dann so einen wichtigen Wettkampf zu turnen. Aber dadurch, dass die EM eigentlich schon ziemlich gut lief, konnte ich ziemlich zuversichtlich in die deutschen Meisterschaften reinstarten und bin positiv rein und mit einer guten Einstellung. Und es lief dann auch echt gut bei den Finals. Ich finde den Wettkampf auch ganz toll, weil man mit allen deutschen Athleten sich trifft, aber auch die mit ganz Deutschland Publikum. Und es war dieses Jahr einfach großartig. Ganz viele Zuschauer waren dabei, was uns natürlich sehr gefreut hat. Und man ist zu Hause, man wird sehr gut unterstützt zu Hause und ich fühle einfach so den Support. Aber den Druck hat die Olympia-Quali aufgebaut, weil so, okay, es sind die deutschen Meisterschaften, aber genauso ist es eine Olympia-Quali und natürlich möchte man nach all der Arbeit bei Olympia dabei sein. Genau, das hat dann eher den Druck gemacht. Also bei den deutschen Meisterschaften konnte ich mir den Mehrkampftitel erkämpfen. Ich habe davon geträumt, aber auf jeden Fall nicht damit gerechnet. Ich habe einfach gemerkt, dass harte Arbeit sich auch wirklich auszahlt und ja, dass ich auf einem guten Weg bin. Das hat mir das gezeigt. Und ja, also ich habe mich wirklich sehr gefreut. Vor allem habe ich mich halt nicht wirklich ums Gold gefreut, sondern einfach, dass ich es geschafft habe, so eine Top-Leistung zu erbringen. Und ich war einfach mit mir selbst zufrieden. Ja, also ich bin froh, dass es jetzt zu Ende ist, die Finals. Auf die haben wir auch uns hart vorbereitet und lange vorbereitet. Und ja, ich bin froh, dass es gut gelaufen ist, obwohl an manchen Stellen auch nicht. Aber trotzdem ist es jetzt vorbei und wir haben noch ein größeres Ziel vor Augen. Smoke a sack, keep a max, sip and lean. Fuck a chill, pop a pill, make a scene. 50 racks, 100 bands, off my jeans. Thanks to open up your vision. I came for my kids and I'm dropping like a magnet. Yo, bitch with me, now boy, she ain't missing. Hold up, who you dissing? I said, hold up, got my glizzy, bang, bang. Im Rahmen der Finals haben wir dann im Anschluss auch ein paar Bilder und Videos gemacht als Trailer für Paris. Und das hat natürlich auch die Vorfreude gesteigert. Also nach den Finals ist dann erstmal ein bisschen Druck abgefallen. Aber da war wenig Zeit zum, ich weiß nicht, Feiern oder zum Entspannen, weil 2 Wochen danach waren wir bereits wieder beim nächsten World Cup. Der letzte World Cup, der jetzt vor kurzem war Mailand. Und da heißt es schon, dass es nah an Olympia ist und dass es schon jetzt wichtig war für mich, da sich gut zu präsentieren, weil da auch ganz viele gute Gymnasten dabei waren. Und ich finde, ich habe eigentlich ganz gut gemacht. Könnte man natürlich immer besser machen. Bin aber trotzdem stolz, dass ich noch im Mehrkampf auf Platz 1 geblieben bin. Und dann im Finale noch bei Kolle 1. Platz. Ich habe mich ins Ballfinale qualifiziert, mit 4 Zehnteln am Reifenfinale vorbei. Und dann lief das Ballfinale ganz gut, das Keulenfinale noch besser und ich wurde 4. Und das Bandfinale war dann auch echt gut und ja, damit war das ein guter, erfolgreicher Wettkampf. Bei den World Cups dieses Jahr habe ich nicht wirklich irgendwie besonders an Olympia gedacht und einfach versucht, den Wettkampf zu nutzen als eine Übung für Olympia. Also nicht während des Wettkampfes an Olympia zu denken oder irgendwelche Plätze, sondern wirklich den Wettkampf zu nutzen als Übung, genau das zu stabilisieren, was ich dann bei Olympia auch machen soll. Ich habe
heute den zweiten Platz belegt. Und ja, ich bin gespannt, wie die Nominierung später ausgeht. 40 Tage vor Paris, vor der Qualifikation. In 40 Tagen startet in Paris die RSG-Wettkämpfe. Und wir können jetzt heute eben als doch als einen besonderen Moment verkünden, wer diese 7 Plätze, und wir haben 7 Plätze für die RSG, 7 Personen dürfen für Deutschland in Paris starten. Und das ist auch euch zu verdanken. Ihr habt es geschafft, dass wir diese maximale Anzahl an Plätzen haben. Deswegen großartig. Und seit 24 Jahren dürfen wir das erste Mal wieder 7 nominieren. Die Alina, die Hanna, die Anja und die Emilia. Und die Melanie wird aber auch als Ersatz mitfahren. Ja? Herzlichen Glückwunsch. So, Einzel. So, Ende letzten Jahres dachte ich, könnte ganz, ganz spannend werden. Aber ihr habt es ganz klar gemacht und verdient. Daya und Margarita, herzlichen Glückwunsch. Ihr. Ich bin sehr froh, dass die zweite Quali jetzt zu Ende ist, dass wir mit Marga die Quoten für Paris geholt haben. Und ich bin auch sehr dankbar, dass es bei uns in Schmieden stattgefunden ist und auch ganz viele Zuschauer gekommen sind. Und wir haben uns auch riesig gefreut. Vor den Olympischen Spielen wird das Team Deutschland offiziell eingekleidet. Wie diese aussieht, erfahrt ihr jetzt. Ja, mega cool. Wir müssen die Ohren so rausschauen aus der Cap. Sonnenbrille? Ich hab doch gesagt, das ist Sonne. Wo ist Dasha? Ich bin's hier. Da ist Dasha. Essen? Hallo. Hallo. Dürfen wir was Kleines nehmen? Vollpacken, das mögen wir. Das war's mit der Einkleidung hier in Düsseldorf. Wir sehen uns in Paris. Tschüss. Wir sind gespannt, wie die nächsten Wochen ablaufen werden und freuen uns mega, in Paris dabei sein zu können, als Teil von Team Deutschland. Also ja, dann sehen wir uns in Paris. In den nächsten Wochen werden wir noch an Einzelheiten feiern. 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 Willst du das vielleicht sagen? Okay. An Einzelheiten feiern. Feiern.